Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. In der Offenbarung des Johannes steht geschrieben, dass eine verheerende Apokalypse über die Menschheit hereinbrechen wird, die in einem dramatischen Kampf zwischen den Kriegern Gottes und den Schergen des Satans mündet. Nachdem die alte Welt vergangen ist, werden die Toten nach ihren Taten beurteilt und wessen Name nicht im Buch des Lebens auftaucht, wird in einen See aus Feuer geworfen. Für die anderen hält der weitere Weg jedoch eine paradiesische Zukunft bereit. Dort, wo weder Tod noch Leid existieren, wird das Volk Gottes an der Seite seines Schöpfers wohnen. Es steht außer Frage, dass die in der Johannes-Offenbarung beschriebene Apokalypse gleichermaßen verstörend wie beängstigend anmutet. Und doch sind einige Christen davon überzeugt, dass der Weltuntergang bereits begonnen hat. Aber was steckt hinter dieser Vermutung? Wie werden die in der Bibel beschriebenen Zeichen gedeutet und auf unsere Realität übertragen? Zusammen mit euch möchten wir heute einen genaueren Blick auf dieses packende Thema werfen. Zeichen des Untergangs. Folgt man der Offenbarung des Johannes, so wird die Apokalypse nicht unangekündigt über uns hereinbrechen. Stattdessen werden verschiedene Boten und Zeichen erscheinen, die das Volk Gottes auf den nahenden Weltuntergang vorbereiten. Als erstes werden sich die vier apokalyptischen Reiter zu erkennen geben. Mit ihren unterschiedlichen Rössern und Waffen repräsentieren die Reiter Krankheiten, Krieg, Hungersnöte und den Tod. Ein wesentliches Merkmal der Apokalypse ist auch die Ankunft des Antichristen. Dieser tritt als Widersacher Jesu in Erscheinung und verbreitet falsche Lehren über den christlichen Heiland. Je nach Deutung kann es sich beim Antichristen um eine Einzelperson oder aber um eine ganze Gruppe von Menschen handeln. Schließlich wird es diesem falschen Propheten gelingen, einen Teil der Christen zu verführen. Die Gläubigen werden fortan nicht mehr dem Herrn im Himmel, sondern eine dämonische Gestalt anbeten, welche die Zahl 666 trägt. In diesem Zusammenhang ist in der Bibel vom Malzeichen des Tieres die Rede. So sollen alle verbliebenen Menschen dazu gezwungen werden, dieses Zeichen der Abkehr anzunehmen. Das Symbol wird dabei entweder auf der rechten Hand oder auf der Stirn sichtbar sein. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Mal nicht um die Zahl des Tieres handelt. Diejenigen, die das Malzeichen, die Zahl oder den Namen des Tieres nicht tragen, werden nicht mehr kaufen bzw. verkaufen können. Noch gravierender sind die Folgen, die Gott selbst gegen die Zeichenträger heraufbeschworen wird. So heißt es in der Offenbarung, dass diejenigen, die das Malzeichen angenommen haben, von göttlichen Zorneswein eingeschenkt bekommen. Sie werden dazu verdammt, die Tage und Nächte in rastloser Unruhe zu verbringen. Nach ihrem Tod erwartet sie die Qualen des flammenden Feuersees. Wer sich jedoch gegen die Annahme des Mals wehrt, wird reichlich belohnt werden. Diese Gruppe wird an der Seite von Jesus Christus 1000 Jahre lang herrschen. Interpretationen. Darüber, ob das Malzeichen bereits aufgetreten ist, existieren verschiedene Annahmen. Diejenigen, die glauben, dass die Zeit des teuflischen Zeichens erst noch kommen wird, vermuten, dass die Vorbereitungen auf dessen Ankunft bereits begonnen haben. Demnach gilt es nun, sich für einen Weg zu entscheiden. Möchten wir den Lehren Jesu folgen oder uns vom christlichen Glauben lossagen? Die religiöse Abkehr wird häufig mit der Entscheidung für die Annahme des Zeichens gleichgesetzt. Auch viele Historiker beschäftigen sich mit der in der Bibel beschriebenen Symbolik. So glauben manche Experten, dass das Malzeichen eher metaphorisch gedeutet werden muss. Demzufolge würde es sich dabei nicht etwa um ein sichtbares Erkennungsmerkmal handeln, sondern um die allumfassende Macht des Römischen Reiches. Verbildlicht wird diese These durch den Umstand, dass das Konterfei des römischen Kaisers die damaligen Münzen zierte. Aus diesem Grund lehnten es früher viele Christen ab, derartige Münzen zu verwenden, herzustellen oder auch nur anzusehen. Jedoch führte dieses Verhalten auch dazu, dass das Alltagsleben der Christen von vielen Komplikationen begleitet wurde. Der Handel mit Andersgläubigen war wegen dieser Einschränkung praktisch unmöglich. Und tatsächlich stimmte dieser Umstand mit den Ausführungen der Johannes-Offenbarung überein. Wer das Malzeichen nicht trägt, also die Herrschaft der Römer ablehnt, wird weder kaufen noch verkaufen können. Allerdings beschränken sich diese Interpretationen des Malzeichens keineswegs nur auf die Vergangenheit. Auch in unseren modernen Tagen soll das Symbol bereits angekommen sein. Nur sind es in diesem Fall keine antiken Münzen, sondern Kreditkarten, Strichcodes oder Computerchips, die Anlass zur Sorge bereiten sollen. Eines Tages werde der Antichrist allen Menschen befehlen, sich einen Mikrochip einpflanzen zu lassen. Bekanntermaßen sollte diese Vermutung im Zuge der Corona-Krise wieder einmal neuen Zündstoff erhalten. Denken wir nur dazu einmal an die abenteuerlichen Verschwörungstheorien, die sich um die Impfungen ranken. Auf Geheiß von Bill Gates würde den Menschen ein Computerchip implantiert werden, der sämtliche sensiblen Daten sammelt. Folglich würde es sich bei dem Chip also um das moderne teuflische Malzeichen des Tieres handeln. Die Versuchung Jesu.
Wenn man es so möchte, bedient sich der Teufel bei der Einführung des Mahlzeichens eines alten Tricks. So wird in 3 Evangelien des Neuen Testaments davon berichtet, wie der Satan einst versuchte, Jesus zu verführen. Nachdem der Heiland 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hatte, überkam ihn der Hunger. Daraufhin trat der Teufel an den Sohn Gottes heran und forderte ihn auf, Steine in Brot zu verwandeln, um seine göttliche Herkunft zu beweisen. Nachdem Jesus sich geweigert hatte, nahm ihn der Teufel mit auf einen Berg, von wo aus alle Reiche der Erde zu sehen waren. Sollte sich Jesus vor ihm niederwerfen, so würde er ihm all diese Reiche schenken. Der Heiland erwiderte jedoch, dass er sich nur vor Gott niederwerfen und ihm allein dienen werde. Darauf brachte der Teufel Jesus auf einen Tempel und verlangte von ihm, dass er sich in die Tiefe stürzte. Die Engel Gottes würden ihn schon retten. Der Sohn Gottes ließ sich jedoch wieder nicht verführen und antwortete, dass man den Schöpfer der Welten nicht auf die Probe stellen solle. Schließlich erkannte der Teufel, dass er Jesus nicht brechen konnte und verschwand. Auf unsere heutige Zeit übertragen hat es den Anschein, als würden nur die wenigsten den unerschütterlichen Glauben Jesu besitzen. So führen einige Christen an, dass die Anbetung Gottes schon lange der Verehrung des Alltags gewichen ist. Stattdessen gilt die Hingabe ihrem vielen Geld, ihren Statussymbolen oder aber der Bewunderung, die sie auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen erfahren. Wer aber den Lasten des Diesseits entsagt und sich wieder zur Lehre Jesu Christi bekennt, braucht keine Furcht zu haben. Denn tatsächlich könne der Weg zum Reich Gottes nur über den christlichen Heiland führen. Der Antichrist. Was für das Mahlzeichen des Tieres gilt, lässt sich im Übrigen auch auf den Antichristen übertragen. So blickt die Suche nach dem Gegenspieler Jesu bereits auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Demnach wurden im Mittelalter einige Dokumente verfasst, die berichten, welche Eigenschaften der falsche Prophet besitzt und wie dieser zu erkennen sei. Tatsächlich war es damals schon fast in Mode, den Feind als vermeintlichen Antichristen zu enttarnen. Folgt man den zahllosen Anschuldigungen, so trat die Gegenmacht Gottes schon dutzende Male in Erscheinung. Ganz gleich, ob der Gegenpapst Clemens III., Kaiser Friedrich II. Oder Papst Gregor IX. Wenn es im Mittelalter um die Frage nach dem teuflischen Antichristen ging, so war die Antwort nicht weit. Martin Luther hegte diesbezüglich einen Generalverdacht gegen das gesamte Papsttum. Dies begründete er mit der willkürlichen Auslegung des Kirchenrechts, die einfach nicht im Einklang mit den Lehren der Bibel stehen konnte. Zunächst äußerte Luther diesen Verdacht nur in seinem privaten Umfeld, später hielt er jedoch öffentlich an seiner Meinung fest und vertrat diese bis zu seinem Tod im Jahr 1546. Wenn wir das Rad der Zeit nun um einige Jahrhunderte weiterdrehen, sehen wir, dass auch die Propaganda während des Ersten Weltkriegs eng mit der Antichrist-Vorstellung verknüpft war. So warfen sich die jeweiligen Kriegsparteien gegenseitig vor, im Auftrag des Teufels zu handeln. Diese Darstellung wurde natürlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus publik. So wollen die Nazis im jüdischen Volk das absolut Böse erkannt haben, das es mit allen Mitteln zu vernichten gilt. Sich selbst betrachteten die Nationalsozialisten dabei als göttliche Erlöser. Selbst Hitler schrieb, dass er glaube, im Sinne Gottes zu handeln. Sie sah im NS-Regime den teuflischen Antichristen, der das Volk verführt und geradewegs ins Verderben stürzt. Das Hakenkreuz wurde dabei häufig mit dem Zeichen des falschen Propheten gleichgesetzt. Auch in unseren aktuellen Tagen ist die Furcht vor der Ankunft des Antichristen noch immer real. Besonders in den USA kursiert die Sorge, dass der Widersacher Jesu zeitnah versuchen wird, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Viele TV-Prediger schüren diese Angst mit regelmäßiger Bestimmtheit. Und auch hier sollen die Zeichen schon jetzt erkennbar sein. So soll der zunehmende Supranationalismus einen Vorboten des Antichristen darstellen. Demnach wird diese Entwicklung als erstes Kapitel auf dem Weg zu einer allmächtigen Weltregierung gedeutet. Auch die immer größer werdende Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird als Vorbote des falschen Propheten interpretiert. Wie bereits erwähnt, werden alle, die dieses vermeintliche Mahlzeichen ablehnen, schon bald nicht mehr dazu in der Lage sein, am öffentlichen Handel teilzunehmen. Die Computerchips, die uns heimtückisch eingepflanzt würden, dienen angeblich nicht nur der Überwachung, sondern auch der Gedankenkontrolle. Die entsprechenden Verschwörungstheorien gehen dabei Hand in Hand mit den Gerüchten über eine neue Weltordnung. Die elitären Geheimgesellschaften würden derzeit also mit Hochdruck daran arbeiten, der Ära des Antichristen den Weg zu ebnen. Auch abseits der vermeintlichen Schattenregierungen soll der Antichrist schon jetzt einen großen Einfluss besitzen. So werden bestimmte Musikgenres, wie etwa Hip-Hop, Heavy Metal und Punk und die dazugehörigen Subkulturen von vielen konservativen Christen kritisch beäugt. Tja Leute, jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr über die angeblichen Vorboten der Apokalypse? Glaubt ihr, dass die beschriebenen Zeichen bereits erschienen sind, oder handelt es sich dabei um nichts als Fehlinterpretationen?
Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Gebt unseren Beitrag gern einen Daumen nach oben und abonniert Topwelt, um nie wieder unsere Videos zu verpassen. Werft zum Abschluss auch noch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.